Ihr könnt was erleben. Ich werde euch brechen wie Streichhölzer. Das verspreche ich euch. Hey, ich habe Reiskuchen gebacken für unsere hungrigen Deprogrammerinos. Ach, jetzt hast du mir die ganze Stimmung versaut, du verweichlichter Dummschwätzer. Hey, Moment mal, das ist hier mein Hobbyraum. Ich werde verrückt. Wie kannst du das nur verraten? Alles klar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich damit noch eines Tages zum Psychiater muss. Die lachen. Es ist so demütigend. Das werde ich wohl nie verwenden, dieser blöde Flanders. Wissen Sie, Simpson, irgendwie komme ich mir ja ein bisschen blöd vor. Aber was soll's? Es erinnert mich an die fröhlichen Studentenzeiten. Oh, du lieber Gott, dem macht das auch noch Spaß. Kamera ab und diddly-daddly-do. Action vom Fletschen. Flanders an Gott, Flanders an Gott, schick deine Wolken und rette meinen Tod. Danke Gott. Okili dokili. Hallo Ned. Seit meinem letzten Schluck sind 4000 Tage vergangen. Das war damals mein erster und letzter Brombeerschnaps. Ned, hast du heute Madame Benimm dich ausgeschnitten? Madame Benimm dich ist eine langweilige alte Henne. Oh, Ned. Ich war mehr Tier als Mensch. Stimmt aber nun wirklich was nicht. Hey, komm nur rein. Das hier ist euer Elternschlafzimmer. Oh, meine Nase. Jugendaggressionsstudie, gesponsert von Swansons Essen für den verärgerten Mann. Ui, ich bin crazy. Verschwinde, Schumpelvisage. Jetzt bin ich Schumpelvisage. Verwandte Tracy. Jetzt bin ich Schumpel-Tracy. Komm her, Signet. Hör sofort auf damit. Nettie, warum hat Gott uns verlassen? Ich habe keine Ahnung, was wir ihm angetan haben könnten. Oh. Oh nein. Hey, Peg, du solltest dich etwas besser ums Haus kümmern. Die Pflanzen sind alle vertrocknet und schlapp. Dann würden sie ja ganz gut zu dir ins Schlafzimmer passen, Al. Hallöchen, Fremdling. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass ihr versucht, mein Boot zu stehlen. Ich bring's wieder zurück. Kennen Sie sich mit Motorbooten aus? Nein. Kennen Sie die Wasserverkehrsregeln? Nein. Wofür brauchen Sie's denn? Ist ein Geheimnis. Klingt ja mehr als geheimnisvoll, Völlerchen. Dann wünsche ich viel Vergnügelchen. Mord, Kinder, kommt rauf. Diesmal verbringen wir die Nacht in unserem Diddly-Dingy. Ein exzellenter Wurf, Smithers. Nicht mehr lange und ich kann meinen Bobo knuddeln. Howdy, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Gute Nacht so, zieh doch einfach den Stecker raus. Hardly. Heilige Grüße, mein Freund. Verdammt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Stecker rausziehen. Es könnte auch meine Mutter sein. Howdy. Schluss jetzt! Es reicht nicht. Wenn du nicht sofort den Telefonstecker rausziehst, schläfst du draußen auf dem Rasen. Könnt ihr jetzt gefälligst meinen Mund halten? Es gibt Leute, die schlafen möchten. Howdy-do. Ned, hast du das Telefon etwa wieder eingesteckt? Kann ich endlich mal Ruhe haben? Besser. Ich habe meinen Steuerantrag ausgefüllt und dabei zufällig festgestellt, dass es keinen Gott gibt. Ha, das wollen wir doch mal sehen. Oh, oh, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Nein, das ist hieb- und stichfest. Diese Erkenntnis darf nicht weiter verbreitet werden. Nicht, bitte, bitte, du wirst uns alle umbringen. Bitte, bitte, alle umbringen. Das dauert aber eine ganze Weile, die Arme zurückzuspulen. Jetzt hör mal auf, Flanders, steht nicht in deiner Bibel, liebe deinen Nachbarn? Warum willst du mich nicht lieben? Okay, Nachbar, ich babysitte. Danke, Ned. Du hast eine Badehose in der Badewanne an? Ja, damit ich meinen eigenen Schrumpelmann nicht sehe. Das macht Sinn. Flanders! Der Anzug ist aber sehr eng anliegend. Nein, damit habe ich absolute Bewegungsfreiheit. Ich habe das Gefühl, als ob ich gar nichts anhätte. Nicht doch. Ich muss mir die Augen waschen.